Schauen Sie, zahlt sich das aus, einen jüngeren Mann zu heiraten? Wenn er mich nicht hätte, lebe er nicht mehr. Ich habe ihn zweimal das Leben gerettet. Schauen Sie, wo ich beim Bilder einkaufen kann. Ist eine uralter Tiroler Generation. Ich bitte um Sprecherlaubnis. Sie wissen, wie die sind, Tiroler, die sind rau. Ich bitte um Sprecherlaubnis. Und raus aus dem Leben hat immer gesagt, er ist ein rauer Pusche. Aber er hat ein gutes Herz. Ich bitte um Sprecherlaubnis, wenn Sie jetzt nicht. Nie in ein Gasthaus gewesen, das sagt viel. Ich bin beim Biller gewesen. Das ist aber schon wirklich zu viel. Die Herrschaften haben nicht Zeit. Nein, das kommt jetzt endlich dran, was ich sagen möchte. Und die Verkäuferin hat gesagt, so viel und so viel Schilling 70. Und ich habe gehört 40. Aha, jetzt höre ich das nicht mehr. Das war ein Schock für mich. Und da habe ich gemerkt, so, jetzt bin ich auch schwer geworden. Und das sind die, wie soll man sagen, schockartigen Erlebnisse, wie ich gemerkt habe, ich bin schwerhörig. Jetzt ist er Ruhe. Und habt ihr euch noch so gern wie ihr euch kennengelernt? Ja, das war 36 Jahre. Wenn man drauf ankommt, was? Da gibt es nichts, wenn es drauf ankommt. Da hält es zusammen, wie Pech und Schwefel. Ne? Und das ist wichtig. Die kleinen Meinungsverschiedenheiten gibt es überall. Führer, Befehl, wirklich. Ja, sagt der Oliver. Bitte, ja. Jetzt Ruhe. Ja, na, das muss ich nur sagen, vom Arbeitsreise. Also Sind Sie der Führer in dieser Ehe? Nein, oh Gott, nein. Wenn ich der Führer wäre, wäre ich nicht da. Sondern? Meine Wohnung. Was ist denn da? Wer kommt denn da? Essen. Sie essen? Da kann man essen, nicht erst schön essen. Noch nicht fertig. Warum so früh, warum nicht warten ein bisschen? Ich weiß nicht, so sagst du wieder. Ich will schwimmen. Das ist schon nicht richtig. Das kann ich nicht essen, können Sie gleich mitnehmen? Heidi? Ja. Können Sie mitnehmen, ich kann es nicht essen. Dann machen wir auch sowieso nicht.